Guten Tag. Wie ich gesagt habe, ist die Zeit ein bisschen knapp, deswegen kommt hier schon wieder das nächste Video und zwar zum Thema Motor und Motorperipherie. Was ist Motorperipherie? Das sind im Prinzip alle Teile, die nicht direkt zum Motor gehören, aber den bei seiner Arbeit unterstützen und da dranhängen und ihm dabei helfen, seine Arbeit als große Luftpumpe zu erledigen. Also sprich, es geht heute um den Motor an sich. Es geht um die Kühlung, es geht um die Auspuffanlage, es geht um die Airbox und die Einspritzanlage samt Kurzhubgasgriff. So viel mal zu dem Thema. Ich fasse mir schon wieder in die Haare. Ich weiß, es wurde bekrittelt. Wieder mal nenne ich ein paar Marken und sowas, aber ihr wisst ja schon, keine Werbung und so weiter. Ich fange mal an mit dem Motor. Der Motor ist, der hier drin steckt, ist ein Serienmotor, hat jetzt auch schon ganz schön viel gesehen. Und der bleibt jetzt auch ein Serienmotor. Also es werden da jetzt vorerst mal keine Nockenwellen, Kurbelwelle, irgendwas bearbeitet, keine Pleuel, keine Kolben, nichts gemacht. Ich habe zwar Yoshimura STR-Nockenwellen in Aussicht, aber die werden dann im Zuge von einer Motorrevision verbaut, weil sonst habe ich jetzt den ganzen Aufwand zweimal. Was ich am Motor gemacht habe, ist regelmäßiger Service, ganz wichtig. Also Ölwechsel auf jeden Fall. Die Kühlflüssigkeit wechseln gehört auch ab und an mal dazu. Und die Ventilspielkontrolle, die habe ich jetzt gemacht. Da muss nur hier oben eigentlich der Ventildeckel weg. Kannst du gerade mal hier so zeigen. Man muss eigentlich nur das Ding weg, wenn es sowieso gestrippt ist. Und dann kann man hier den ganzen Ventildeckel abnehmen und kann dann mit einer Fühlerleere messen, ob noch alles im Lot ist. Das war es in dem Fall. Wirklich aufwendig wird es eigentlich nur dann, wenn man auch das Ventilspiel einstellen muss. Also wenn man andere Shims verwenden muss, weil dann müssen die Nockenwellen raus und so weiter und so fort. Also ein schön gewarteter Motor im Grunde genommen, aber ansonsten komplett Serie. Der war in der Konfiguration oder ähnlich wie es jetzt kommt für so 168 PS am Hinterrad gut, also 182, 183er Motor. Was ich am Motor noch gemacht habe, ist, das haben wir gerade gesehen, hier sind oben zwei so Kappen drauf, die sind das Pair-System. Das Suzuki Pair oder Sekundärluftsystem gibt es bei vielen Motorrädern. Es macht eins und zwar, dass es Frischluft aus der Airbox zieht über ein Ventil und dann hinter oder quasi ja nach die Auslasskanäle, nach den Auslasskanälen einführt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit Frischluft, die da in den Auslasskanal reinkommt. Das erzeugt natürlich Verwirbelung und verfälscht meinen CO-Wert für die spätere Abstimmung, weil Abstimmung misst ja immer den CO-Gehalt im Abgas, also AFR oder Lambda-Wert, und es wird eben dadurch komplett verfälscht. Deswegen das Ding weg. Was das aber macht, was jetzt viele Straßenfahrer oder auch allgemein viele Fahrer vielleicht uncool finden, es unterbindet dieses ganze Geknalle beim Abtouren, weil dadurch eben die Nachverbrennung nicht mehr ganz so krass ausfällt und man, sage ich mal, kälteres Abgas hat, weil durch mehr Sauerstoff, durch die Reaktion wird dann das Abgas eben heißer und dadurch kommt es dann zu mehr Nachverbrennung. Also Motorserie, ich verwende einen K&N-Ölfilter. Der hat immer so einen schönen Sechskant, wo man den lösen kann und da habe ich auch andere Filter davon, deswegen ich mag das halt alles aus einer Hand. Bei Motul genau die gleiche Geschichte, verwende ich das, Achtung, Product Placement, 300V 10W40 oder 15W50. Es hat sich eigentlich als Öl für moderne Viertakt-Sportmotorräder bewährt, ist wirklich ein super Ding und aufgrund von dieser hellgrünen Farbe erkennt man auch Ölleckagen recht schnell. Das ist noch ein cooler Nebeneffekt. So viel dann mal zum Thema Motor. Die Kupplung ist übrigens auch Serie. Eine Kupplung sauber eingestellt hält eine Ewigkeit bei den Kisten, weil viele sagen, oh, Kupplungsrupfen und andere Federn rein und eine härtere Kupplung ist in meinen Augen Quatsch, wenn man die Kupplung regelmäßig richtig einstellt. Was dann auf dem Motor oben drauf sitzt, ist die Einspritzanlage. Das ist dieses Baby hier. Und zwar hängt da der Gasgriff dran, über den rede ich zuerst mal. Das ist ein Alpha Racing Kurzhubgasgriff. Der sieht so aus. Der bietet die Möglichkeit, die Stufe einzustellen oder die Länge des Gaswegs einzustellen. Das heißt, ich habe da eine Scheibe mit Bogungen und je weiter ich mit den Gaszügen zusammengehe, desto kürzer wird der Gasweg. Also da kann ich noch ein bisschen variieren. Das Ding habe ich wirklich auch wieder günstig irgendwann mal geschossen. Was für GSX-R-Fahrer aber noch ein echter Geheimtipp ist, ist, na, wenn ich es denn jetzt finde. Ja, da unten liegt es, glaube ich. Ne, da liegt es nicht. Naja, ist ja egal. Was für GSX-R-Fahrer ein echter Geheimtipp ist, vor allem auch auf der Straße, ist das Gasrohr der Yamaha RJ11 oder RJ15 einzubauen. Also von der R6, nur dieses Kunststoffteil.
Ist gar keine große Arbeit. Ich habe im GSX-R1000 Forum da mal was drüber geschrieben. Und damit hat man schon mal so viel an Gasweg quasi gespart, den man weniger nehmen muss. Das funktioniert wirklich gut, ist auch unsichtbar, also wer da Angst vor Kontrollen oder so hat, weil ganz legal ist nicht. Aber das funktioniert super auch mit den originalen Gaszügen. Also Kurzhub-Gasgriff ist dran, hat man eben die Variabilität und kann den auch ein bisschen schöner schieben, vor allem wenn diese Lenkerarmatureinheit wegfällt, wo ja der Gasgriff dran sitzt. Was wir hier sehen ist, die GSX-R1000 hat wie viele moderne Motorräder, hier ist der Zulauf für die Rails und hier sind die Einspritzrails. Also hier kommt das Benzin vom Tank hier rein und dann sind hier einmal Einspritzdüsen und hier einmal Einspritzdüsen. Und wir haben sowohl zwei Einspritzdüsen als auch zwei Drosselklappen. Was ist jetzt da das Geheimnis? Die unteren Drosselklappen werden betätigt vom Gasgriff. Und die oberen Drosselklappen richten sich dann computergesteuert danach, wie die unteren offen sind. Viele bauen jetzt im Rennsport diese oberen raus, weil die natürlich Verwirbelungen erzeugen und dann der Gasfluss nicht mehr so schön ist. Aber die glätten das Ansprechverhalten und die ganze Gasannahme von dem Motorrad erheblich. Deswegen sehe ich jetzt davon ab, einen großen Eingriff zu machen und lasse das alles Serie. Auch mit Einspritzdüsen gibt es zum Beispiel mit Topfeed-Injektoren, Umbauten und so. Da ist aber halt immer die Kosten-Nutzen-Frage da und das Motorrad lässt sich verdammt schön fahren, also ist wirklich super. Ich finde es ziemlich geil und deswegen lasse ich da einfach alles Serie, weil mal ganz ehrlich, da muss ich erstmal noch eine Ecke schneller werden, dass ich alles ausnutzen kann. So viel also mal zu dem Thema. Ach, genau, was ich dann am Motor noch vergessen habe, da kommen wir aber, ach, das mache ich mit der Airbox zusammen. Da kommen wir jetzt nämlich hin und zwar habe ich hier eine Airbox. Ist eine Serien-Airbox, aber die glänzt wunderbar gülden. Also, was das ist, ist Hitzeschutzfolie. Und zwar so richtige Hitzeschutzfolie, nicht jetzt irgendwie Alufolie, die ich mit Bastelkleber drauf gemacht habe. Die ist vom Turbozentrum, die logischerweise Turbos und Abgaskrümmer verkaufen. Und was das macht, ist, die Airbox sitzt ja normalerweise hier so oben drauf, kann man sagen. Und weil die hier so drauf sitzt und der Motor hier unten natürlich Wärme produziert, erwärmt der die gesamte Airbox und die Luft darin. Wo ist jetzt der Sinn darin, dass man da Hitzeschutz hinmacht? Es ist ja so, dass kühlere Luft dichter ist. Das heißt, ich habe mit dem gleichen Volumen quasi mehr Sauerstoff in der Luft. Wenn ich jetzt diese Luft hier kühler habe und da die Luft eben dichter ist und mehr Sauerstoff da drin ist, hier in der ganzen Airbox, dann kann ich ja auch mehr Sauerstoff nutzen für die Einspritzung, rein theoretisch. Also kältere Luft ist immer besser. Deswegen diese Abschirmung, dass die Airbox nicht ganz so viel Hitze abkriegt oder die Luft darin. Mal sehen, was es bringt, aber es hat nicht viel gekostet, sieht ziemlich Porno nach WM aus und bin mal gespannt. Was wir an der Airbox dann noch machen ist, hier hinten, das wollte ich gerade ansprechen, haben wir eigentlich die Kurbelgehäuseentlüftung drin. Das heißt, dieser Schlauch kommt hier hoch aus dem Motor und drückt hier die Luft der Kurbelgehäuseentlüftung rein. Es kommt natürlich aus dem Kurbelgehäuse, da liegt es nahe, dass da Öl drin ist. Ich glaube, das sieht man auch ganz schön, wenn man mal hier reinfilmt, so ein bisschen, dass das alles noch glänzt. Hier ist nochmal ein Schwamm drin, der das Öl auffängt, aber ist auch so ein marginaler Punkt. Die Kurbelgehäuseentlüftung verpestet natürlich quasi die Luft hier drin, setzt auch den Luftfilter ein bisschen zu, trotz dem Schwamm, der da drin ist. Und deswegen werde ich diese Ecke einfach ausschneiden und werde die Kurbelgehäuseentlüftung in einen separaten Behälter legen. Damit habe ich sauberere Luft und ein größeres Volumen. Da sind wir auch noch bei einem Punkt. Es gibt ja von den Airbox her oder es gibt ja von diversen Tunern, ich werde mir das Rülpsen heute verkneifen, es gibt ja von diversen Tunern so große Airboxen und Airbox-Umbauten, die dann natürlich viel mehr Luftvolumen hier erzeugen, das ich zur Verfügung habe, weil hier kommt ja Luft rein durch den Luftfilter, dann ist hier Luft drin und die Luft, die hier steht, die kann der Motor verbrauchen. Wenn der Motor jetzt aber richtig Durst hat und richtig viel Frischluft und Sprit braucht, dann saugt der hier mir das quasi leer und bevor neue Luft reinkommt, wenn das Volumen zu klein ist, stockt der Motor ja dann, weil er keine Frischluft mehr kriegt. Das ist jetzt auch ganz einfach erklärt, aber so ist es im Prinzip gemacht. Deswegen könnte man eine größere Airbox benutzen, aber der Motor ist noch Serie und deswegen ist eine große Airbox hier einfach rausgeschmissenes Geld auch.
Vielleicht lohnt sich das irgendwann mal, wenn ich Bock habe, Laminieren anzufangen, hier mal ein kleines Projekt draus zu machen. Aber das wäre es jetzt erstmal. Man sieht dann noch, dass hier vier Löcher drin sind. Diese vier Löcher sind eigentlich gedacht für vier von diesen Dingern hier. Das sind Trichter und die sitzen eigentlich hier drauf. Und hier sitzt ja dann die Airbox noch drauf. Das sind die Ansaugtrichter. Das ist jetzt gerade so ein Thema, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Aber Suzuki verbaut da zwei lange und zwei kurze Ansaugtrichter. Und ich habe jetzt mir welche anfertigen lassen von Hulk aus dem GSX-R Forum. Das sind 450 mm Trichter. Da gibt es nämlich so eine kleine Theoriestunde jetzt wieder. Und zwar, man sagt, kurze Trichter bringen grob gesagt im Top-End mehr Leistung und lange Trichter bringen ein bisschen mehr Drehmoment und Schmalz so von unten Mitte raus. Die Theorie, die dahinter steckt, ist folgende. Wenn ich jetzt die Airbox einfach glatt habe, ich hole sie gerade nochmal her, und hier möglichst kurze Trichter drin habe, dann strömt ja die Luft hier rein, durch den Luftfilter nach oben durch und dann kann die sofort hier so durchschlüpfen. In den hohen Drehzahlen, wo viel Luft verbraucht wird und die Luft sofort abgerufen wird, ist das natürlich super. Die Theorie hinter den langen Trichtern ist dann, wenn ich die hier drin habe, kommt die Luft rein und wenn noch nicht so viel Luft hier durch den Ram Air und durch alles durchkommt, dann erzeugt sich hier eine Luftsäule drin, weil der lange Trichter würde zwar in oberen Drehzahlen behindern, weil ja hier die Luft erstmal, oh Moment, wo muss ich hin? Hier oben rum und dann da rein. Unten rauf bildet sich hier eine Luftsäule, die dann so einen, ja, minimalen Aufladungseffekt quasi erzielt. Und dadurch bekomme ich dann von unten raus etwas mehr Bums, weil sich da diese Luftsäule einfach in den Motor reindrückt und schiebt und ich dadurch den Effekt habe, dass ich dann ein bisschen mehr Frischluft zur Verfügung habe. Deswegen also gerade die drin. Da es aber ein Rennmotorrad ist, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich die weiterhin verwende oder ob ich da noch irgendwann auf kurze Trichter umswitche. Das also mal zum Thema Airbox. Dann Thema Kühlung, Motorkühlung. Ihr seht es hier schon, das ist eigentlich so komplett der Serienkühler der GSX-R. Der ist auch, was den thermischen Haushalt angeht, absolut ausreichend. Es ist ja immer so, dass ein kühlerer Motor effizienter arbeitet. Dieser Wasserkühler und der Ölkühler, die arbeiten für einen Serienmotor vor allem ausreichend effizient. Bei moderneren Motorrädern kann es da gut und gerne mal sein, dass da vielleicht nicht mehr so viel Platz ist oder dass die Kühler ein bisschen kleiner sind und man da wirklich, wenn man das volle Potenzial der Mopeds ausnutzt, auch so ein Kit- oder Racing-Kühler braucht, weil damit laufen dann die Motoren gut und gerne mal vielleicht so 10 Grad kühler. Hier aber alles ausreichend, bleibt Serie und wird wahrscheinlich auch nur mit Wasser befüllt. Da ist jetzt wieder die Frage, demineralisiertes Wasser oder normales Wasser. Ich werde einfach normales Wasser reinkippen, weil demineralisiertes Wasser und Alu ist immer so eine Sache. Und auf der Rennstrecke kann man eben dieses normale silikathaltige Kühlmittel total vergessen, weil überlegt mal, ihr fallt hin und über den Überlauf oder so läuft irgendwo das Kühlmittel raus. Und ihr wisst ja, das Zeug ist extrem rutschig. Ja, ich habe hier auch schon wieder, klasse. Das Zeug ist extrem rutschig und da wird dann der nächste hundertprozentig auf die Schnauze fallen, wenn er drüber fährt. Deswegen uncool. Was ich angehe, ist der Behälter. Der sitzt nämlich normalerweise hier seitlich dran am Kühler. Und wenn man sich auf die Schnauze legt damit, dann geht der relativ schnell flöten und kann hier auch den Kühler ein bisschen ausreißen, weil der direkt da reingeschraubt ist. Das ist uncool. Deswegen werden wir Folgendes machen. Wir haben ja da einen Zulauf und einen Ablauf. Das ist so gedacht, dass wenn der Kühler warm wird oder heiß wird, dann dehnt sich ja das Kühlwasser aus. Und wenn der Kühler dann voll ist, wird er normalerweise überlaufen. Diesen Behälter haben wir, damit dieser Ausgleich geschaffen wird, wo das heiße Kühlwasser hin kann. Und im Umkehrschluss wird dann wieder durch den Unterdruck, der entsteht, wenn das Kühlwasser sich abbaut, den die Pumpe erzeugt, die Wasserpumpe erzeugt einen kleinen Unterdruck, wird es dann wieder zurückgesaugt. Wir werden uns jetzt hier so ein Gefäß nehmen. Da werde ich einmal einen Zulauf oben reinmachen, also den Überlauf, der wird hier reinkommen. Und der Ablauf, den werde ich hier unten ansetzen. Und dann werde ich das hier platzieren, wo es wirklich sturzgeschützt sitzt, so am Geweih vorne. Die Schläuche muss ich mal gucken. Ist ja dann nur Wasser drin, dass ich da temperaturfeste Kühlerschläuche kriege. Und die werden dann hier runtergehen und dann da den Kühler direkt quasi versorgen. So viel mal dazu. Kühlerserie, Motorserie, Airbox. Ach so, Airbox habe ich noch ein Thema. Und zwar habe ich mir da diese Carbon Ram Air Kanäle gekauft. Aber eigentlich einzig aus dem Grund, weil die
geil aussehen, weil Carbon mag jeder, Carbon ist schön. Und weil die beim Heckrahmen eigentlich so mit dabei waren, die gehen jetzt natürlich hier rein und man hat da immer eine neuralgische Stelle bei der Airbox. Und zwar, die dichtet innen gegen den Rahmen ab, hier mit diesen, mit diesen Schaumstoffpolstern. Und die reißen, irgendwann reißen die euch aus. Also ich halte es hier gerade mal so ein bisschen hin, weil man die immer beim Rein- und Rausmachen hier gegen diese Teile am Rahmen streift und dann gehen die irgendwann kaputt. Nur ist es so, dass hier der Rahmen dazwischen ist. Das hier dichtet nicht hundertprozentig ab und das hier auch nicht. Deswegen geht da immer ein bisschen Luft verloren und es entsteht so ein bisschen Turbulenz. Was ich gerne machen würde noch, was aber vermutlich nach Rijeka kommt, ist hier was anlaminieren, dass ich hier entweder komplett bündig reinkomme oder dass ich direkt mit den Dingern in die Airbox gehe, dass da der Luftstrom einfach gerade durchgeht. Ist noch eine Sache für nach Rijeka dann, aber ja. Zudem ist bei der K5, K6 oder bei eigentlich manchen Supersportlern ist nicht unbedingt nötig, die zu tauschen, weil das Luftvolumen und die Luftführung total in Ordnung ist. Man sieht es hier auch, das ist so außen laminiert, dass es schön aussieht, was eigentlich total bescheuert ist, und innen ist eine raue Oberfläche. Hier soll es eigentlich Babypopo glatt sein, dass die Luft einfach geschmeidig durch kann. Das ist jetzt eine Sache, das kauft ja jemand, der sagt, oh geil, Carbon Ramair, und ja, ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt, aber werde die mal ranmachen. Wo das viel bringt, ist zum Beispiel bei der neuen ZX10 oder bei ein paar anderen neuen Mopeds. Wenn man da das Volumen erhöht des Luftkanals, dann kann das schon wirklich was bringen. Da ist zum Beispiel der Andi von Motolife ein geiler Ansprechpartner. Der hat für die neue oder aktuelle ZX10 da so einen Luftkanal gedruckt. Der, ich weiß nicht, ich glaube 4 oder 5 PS sogar gebracht hat, einfach durch den Schub, der dann da reindrückt. Also es ist echt eine coole Sache bei manchen Bikes, bei der hier jetzt nicht so. Deswegen belassen wir es mal dabei. Wir machen die einfach ran und schauen mal, was kommt. Der letzte Punkt ist wahrscheinlich auch einer, der bitter erwartet wird, und zwar die Auspuffanlage. Vornherein muss man mal sagen, dass ich hier was festgestellt habe, was nicht normal ist. Und zwar, wenn man mal hier so drauf guckt, in dem Bereich sind Schmauchspuren. Und ich schätze, das kommt davon, dass diese Auspuffdichtung oder diese Krümmerdichtung nicht mehr ganz frisch ist, dass die irgendwo noch rausgeblasen hat und dann hier quasi alles zugesetzt. Was ich da jetzt mache, was ich aber allgemein empfehle beim Krümmerwechsel, ist neue Auspuffdichtungen. Die sehen so aus. Das sind im Prinzip so Sintermetalldichtungen, die sich dann auch noch ausdehnen mit der Hitze. Die setzt man ein und dann hat man mal wieder ein bisschen Ruhe. Ja, also beim Krümmerwechsel ist das empfehlenswert. Des Weiteren habe ich dann hier eine Yoshimura-Komplettanlage. Die ist so, 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 so und so aufgebaut. Mal kurz aber vorab ein paar Worte so zur Auspuffanlage an sich. Bei den Bikes vor 2006 ungefähr, also vor Euro 2, da ist es so, dass also jeder möchte ja eigentlich einen anderen Endschalldämpfer oder eine andere Auspuffanlage. Bei den Modellen vor 2006, also mit Euro 2, da bringen Endschalldämpfer schon wirklich einen Haufen. Weil, zum Verständnis, im Seriendämpfer der K5 zum Beispiel, in diesem großen, schweren Klotz, da wurde alles gemacht, was Abgasbehandlung angeht. Also da war ein U-Cup drin, der war dann noch groß, weil er ein Reflexionsdämpfer war und kein Absorptionsdämpfer. Und das heißt, Absorptionsdämpfer ist das, was wir hier haben. Lochrohr durch quasi, außenrum Dämmwolle, um das Geräuschniveau zu vermindern. Bei der K5 ist es ein Reflexionsdämpfer, der hat lauter kleine Kammern und da muss die Luft wie durch ein Labyrinth quasi durch. Und das macht natürlich die Strömung komplett an den Arsch. Also es ist wirklich richtig uncool. Und bei den Modellen haben dann wirklich schon Endschalldämpfer einen richtigen Haufen gebracht. Bei der Tuono ja zum Beispiel auch, weil man damit die Strömung maßgeblich beeinflussen kann. Also da reicht es eigentlich auch schon. Für die Straße kann man da guten Gewissens sagen, ja, ich habe ein paar Ponys mehr und Sound auf jeden Fall auch. Bei den neueren Mopeds ist es dann immer so, wenn die hier so einen großen Brotkasten oder Sammler haben, die haben ja generell dann eher kleine Stummelauspuffanlagen und da wird alles im Vorschalldämpfer gemacht. Da braucht man dann schon eine Komplettanlage, um richtig Leistung zu erzielen, weil einfach dieser Vorschalldämpfer alles ein bisschen kaputt macht. Aber mit Komplettanlagen sind die neuen dann vor allem auch noch mit Kit-Elektronik zum Beispiel schon richtige Monster. Also das kann man behaupten, dass das da wirklich einen riesen Step nach vorn bringt.
Die Serienkrümmer der K5, da habe ich sogar noch welche da liegen, die sehen zum Beispiel so aus. Die sind schon serienmäßig aus Titan und da ist nichts drin. Die haben hier vorne ein kleines Interferenzrohr, also so ein Strömungsrohr zwischen den Zylindern. Und ansonsten fällt einem natürlich auf, dass die Serienanlagen ein bisschen unterdimensioniert oder nicht unterdimensioniert sind, aber nicht so groß dimensioniert sind, wie sie könnten, weil die ja die Abgasnorm einhalten müssen, in jedem Geschwindigkeitsbereich funktionieren müssen und vor allem auch ein bisschen Drehmoment generieren. Mit einer Racing-Anlage hat man jetzt im direkten Vergleich, das kannst du gerade mal hier so ein bisschen drauf, hat man im direkten Vergleich natürlich größere Durchmesser hier von den Rohren und sich dann noch steigernde Durchmesser, weil ja nach hier hinten einfach freie Durchfahrt ist, ins Zwischenrohr und in den Dämpfer. Und deswegen generiert man da eben das Potenzial, mehr Gas rauszubefördern. Das heißt, bei hoher Drehzahl entsteht ja viel mehr Abgas, weil öfter eingespritzt wird. Und dieses Abgas gilt es ja irgendwie zu entsorgen. Generell gilt da auch so eine Faustregel wie bei den Trichtern. Ein dünnes Abgasrohr oder ein dünner Krümmer verschafft einem ein bisschen mehr Drehmoment, weil die Gasgeschwindigkeit dann höher wird. Also ich habe das schon mal bei der Tono gemacht, aber wenn man jetzt einfach so in die Luft haucht, dann ist die Geschwindigkeit, die einem aus dem Mund kommt, nicht hoch. Wenn man jetzt so macht, dann hat man da schon richtig Geschwindigkeit dahinter. Ein dünner Krümmer erzeugt mehr Gasgeschwindigkeit, vor allem auch bei niedrigen Drehzahlen wichtig, um dann eben das Abgas bzw. die Spülung, also nicht wie beim Zweitakter die Spülung, sondern die Entsorgung der Abgase aus dem Zylinder raus, auch bei Überschneidung bestmöglich zu gewährleisten. Und bei Überschneidung zieht es dann auch ab und an oder zieht es dann auch Frischgas quasi schon in den Zylinder, das alles ein bisschen zu unterstützen. Wir wollen aber Leistung, wir möchten noch Leistung haben. Und deswegen sind eben diese Racing-Krümmer mit mehr Durchlass, die funktionieren dann mit entsprechender Abstimmung auch gut, was das Drehmoment angeht, aber haben eben dieses Potenzial, mehr Gas rauszubefördern und damit einfach höhere Gasmengen umzusetzen. Ja, ist eine Yoshimura Cyclone in dem Fall, also keine Full-Race-Anlage, leider, aber sollte zweckdienlich sein. Was ich dann hier noch habe machen lassen, an der Stelle Grüße an Olli, der hat mir hier einen Lambda-Sondenanschluss eingeschweißt, damit ich eben mein Autotune weiterfahren kann, weil zum Prüfstand reicht es nicht mehr, aber wir werden Autotune auf die Karre hauen und sie dann damit quasi in Rijeka abstimmen. Das Grundsetup übernehme ich von der Bodis-Komplettanlage in Peripherie, aber ja, es gibt da schon Unterschiede und die werde ich damit einfahren. Entgegen der landläufigen Meinung funktioniert Autotune übrigens hervorragend. Da kommt aber auch noch ein Video drüber, ist ja egal. Zu guter Letzt, was ich noch vergessen habe, ist der Luftfilter. Der sitzt natürlich in der Airbox und filtert die Luft, weil er ein Luftfilter ist. Kontroverses Thema. Es gibt da Marken, die werben damit, dass sie keine Ahnung wie viel PS mit dem Luftfilter erzeugen. Das ist aber immer so eine Sache, weil das so ein Yin-Yang ist. Je mehr Luft man durchlässt, oder je mehr Luftdurchsatz man hat, desto weniger Reinigungsleistung steckt dahinter und umgekehrt. Deswegen ist es manchmal nicht so cool für die Straße, so einen Racefilter zu fahren, weil ich mir sicher bin, dass ihr, die ihr das macht, nicht zweimal in der Woche den Filter ausklopft oder ausschüttelt. Weil das sind dann wirklich extrem dünne, feine Filter, die sich extrem schnell zusetzen, aber dadurch halt mehr Luft oder mehr Luftfluss gewährleisten. Was noch interessant ist, sind diese Wabenfilter, ich sage jetzt mal nicht welche Marke, weil ich keinen in die Scheiße reiten will, weil die auch sagen, durch unseren Luftfilter habt ihr 12 PS mehr. Da wird aber nicht gesagt, dass das der Luftfilter in der Race-Variante ist, der quasi aus diesen wabenförmigen Luftleitelementen besteht, die wirklich sehr gut funktionieren, die Luft zu guiden, sondern, also es ist dann nur ein Race-Filter, wo dann noch so ein ganz dünner Film an Filtermaterial drüber liegt und es ist eigentlich nicht der Filter, sondern die Leitbleche, die das Ganze machen. Wenn man da die Filterleistung von dem normalen Filter drauf haut, dann ist der genauso kacke oder genauso gut oder schlecht. Wir werden da aber auch gerade mit dem Andi von Motolife vielleicht demnächst nochmal was erleben, weil der nämlich solche Filter baut mit dieser Wabenstruktur. Und die sind eben vor allem bei den Mopeds geil, wo die Luft von zwei Luftkanälen kommt, weil ja dann die Luft quasi zu den Luftkanälen reinkommt, aufeinander schlägt, so macht und sich dann erst durch den Luftfilter fräsen muss. Und diese Wabenstruktur gewährleistet eben, dass die Luft schön geguidet wird und nach oben eben durchgeführt wird.
Da kommt aber dann vielleicht auch noch was. Wir werden wahrscheinlich eh von Motolife noch ein bisschen was hören, weil es sind ganz coole Sachen. Falls du es irgendwann mal sehen solltest, Grüße an der Stelle. Ich muss jetzt aber wieder arbeiten oder das Ding hier irgendwie mal fertig kriegen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.